Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 6. November 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 909. Und ja, heute mit dem richtigen Tag und Datum. Das werde ich wahrscheinlich nie ganz los. Ich beginne mit Apple One, Exynos, iPhone 12, HomePod Mini, Switch und DJI Mini 2. Zuallererst, Apple One hat ja mittlerweile gestartet, auch bei uns in Schweiz, Deutschland und Österreich. Dazu haben uns viele Fragen von den Lesern im Blog, aber auch über den Podcast erreicht. Und da habe ich mal ein bisschen zusammengefasst. Zum einen, was Apple One kostet hier in der Schweiz, deutlich mehr als gedacht, in Anführungsschlusszeichen. Und was da für offene Fragen gab, da habe ich ein bisschen was zusammengefasst. Wer da noch offene Fragen hat, soll sich das mal durchlesen. Vielleicht werden euch die Fragen damit auch beantwortet. Ansonsten meldet euch. Dann gibt's Neuigkeiten von Samsung, respektive Gerüchte. Und das macht man ja eher weniger, aber das glaube ich, könnte ziemlich stark in die Richtung gehen. Normalerweise ist Samsung nicht wie zum Beispiel Huawei, die für jeden neuen Chip auch einen eigenen Event machen. Samsung hat zum ersten Mal zum neuen Chip des Exynos 8080 ein Event veranstaltet, oder besser gesagt, wird es machen am 12. November in China. Und jetzt wird vermutet oder gemunkelt, dass Samsung seine Chips verkaufen könnte, lizenzieren könnte an andere Hersteller, wie zum Beispiel Xiaomi und Oppo. Würde Sinn machen, weil günstig und dennoch performant, vor allem im Vergleich zu Qualcomm, und da könnte sich wirklich was Schönes auftun in die Richtung. Bin mal gespannt, wie sich das ablegen wird. Bis jetzt haben sie ja die Samsung eigenen Chips nie bis nach Europa geschafft. Wir haben hier immer die anderen Modelle bekommen. Mal schauen, wie das dann funktionieren wird. Dann gibt's Neuigkeiten. Ab heute, Freitag, dem 6. November, könnt ihr ja die iPhone 12 Mini-Dinger und die iPhone 12 Pro Max vorbestellen, wer bis jetzt noch nicht zugeschlagen hat und auf das ganz kleine oder das ganz große spekuliert, der sollte schnell sein. Wahrscheinlich um circa 9 Uhr, wie meistens, oder gab's einen Zeitschuss? Ich bin gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall im Laufe des Tages haltet die Augen offen und schlagt schnell zu, wenn ihr es noch vor Weihnachten bekommen möchtet. Auch solltet ihr schnell zuschlagen, wenn ihr noch so kleine Kugeln dazu bestellen möchtet. Der HomePod Mini ist auch ab morgen vorbestellbar und kann ab, ich glaube es waren 99,56 in Euronen vorbestellt werden in Deutschland. Leider in Österreich nicht und auch in der Schweiz nicht, das ist nach wie vor so. Apple verkauft diese Dinger bei uns nicht. Wer sie dennoch hier in der Schweiz bestellen möchte, ich habe einen Link in die Beschreibung und in die Shownotes, respektive auf daily.geektalk.ch zu der heutigen Sendung verpackt. Drüben bei digitrends.ch, die werden da von der Plattform importiert hier in die Schweiz und dann verschifft, respektive über die Post weiterverteilt. Das genaue Datum zum Lieferung kann man noch nicht nennen. Ich bin gespannt und werde so einen auch testen können und freue mich schon sehr stark darauf. Weiter geht's mit Nintendo und die haben mit der Switch einen Rekord aufgestellt, sogar mehr als einer. Zum einen haben sie 81% mehr Konsolen als im letzten Jahr verkauft und das jetzt schon. Zusätzlich haben sie einen Rekord geschlagen. Die Nintendo NES, das ursprüngliche erste System, hatte ich damals auch, wurde insgesamt 62 Millionen Mal verkauft weltweit. Die Switch hat das Ganze jetzt geschlagen, denn die ist jetzt bei 68,3 Millionen verkauften Einheiten. Und das Jahr ist noch nicht fertig. Ja, ein schönes Teil, vor allem, und wenn man bedenkt, dass die Lite, die ja erst vor, ich glaube, im letzten September auf den Markt gekommen ist, Ende letzten Jahres irgendwie, die hat sich schon 10,36 Millionen Mal verkauft. Zu guter Letzt gibt's noch eine Neuauflage in der Version 2. DJI hat vorgestellt, und zwar jetzt offiziell,
den DJI Mini 2. Das ist die kleine Drohne, die sie im Angebot haben, wo man die Arme zuklappen kann, die Propeller einfach tauschen kann. Ist unter 249 Gramm, somit hat man da gewisse Möglichkeiten besser. Man kann 31 Minuten fliegen, bis zu 31 Minuten auf eine Distanz von bis zu 6 Kilometer, 4 Kilometer in die Höhe. Und neu hat man hier jetzt auch ein 4K-Bild. Ah, schade. Und oder zum Glück habe ich kein Geld, ansonsten hätte ich da was geklickt, glaube ich. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und wenn ihr mögt, hört ihr nächste Woche wieder rein. In diesem Sinne, bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.